Manchmal darf es auch etwas wild sein in der Küche, oder? Ich habe von meinem Jäger eine wunderbare Rehkeule bekommen und ich zeige euch in diesem Video, wie wir daraus nicht nur einen feinen Rehbraten herstellen, sondern auch gleich noch das passende Süßchen. Willkommen bei Kalle kocht. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Da ist sie, eine frische Rehkeule mit dem Röhrenknochen. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Den lassen wir in jedem Fall drin. Warum, erzähle ich euch. Und dann für unsere Soße, ganz handelsüblich, ein Gemüsebund, zwei Zwiebeln, ein bisschen Tomatenmark, ein guter Rotwein, den ich auch zu meinem Wild dazu haben möchte. Und jede Menge Gewürze. Wir haben hier 2 Esslöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Wacholder, 2 Nelken, 2 Lorbeerblätter. Und ich habe von Nachbars Quittenbaum 3 Stück geerbt. Und wir machen heute nicht nur eine normale Jus, sondern eine Quittenjus, denn Frucht und Wild passt immer sehr gut zusammen. Starten wir mit der Rehkeule. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal auch ein älteres Video. Da haben wir die Rehkeule in Rotwein eingelegt und sie dann später geschmort. Ein wunderschönes Rezept, aber ich muss wirklich sagen, wenn wir so eine junge Rehkeule haben, dann möchte ich auch ein bisschen was von dem Wildgeschmack haben, der ja sowieso so herrlich neutral ist. Wenn ich den noch mit Rotwein komplett überdecke, wir geben einen kleinen Schuss in unsere Soße, schmoren da drinne, das soll heute reichen. Als allererstes würzen wir mit Salz und Pfeffer. Kräftig würzen, keine Angst, das sind hier 2 Kilo, die wollen gewürzt werden. Und das meiste geht nachher sowieso in die Soße, Salz und Pfeffer und dann können wir auch schon anbraten. Heute am Start mein kleiner Freund hier, der Lieblingsbräter. Und wer genau hinschaut, der sieht, dass sogar im Deckel, den Deckel kannst du auch benutzen. Hier ist so ein Wabenmuster drinne, kannst du wunderbar zum Anbraten nehmen, wenn mal eine Bratpfanne fehlen sollte. Und in unserem Bräter selber habe ich schon ein bisschen Schmalz. Und da drin braten wir jetzt unsere Rehkeule von beiden Seiten einmal an. So, Carmen hat das Gemüse schon mal geschält, aber es muss ja noch in Würfel geschnitten werden. Und da empfiehlt es sich, das Gemüse nicht zu fein zu schneiden, aber auch nicht zu grob. Eine gute Maßeinheit sind so ungefähre Würfelgrößen von einer Walnuss. Was ich meine, das sind solche Stücke. Also, ne, also jetzt bitte keine Walnuss daneben legen, aber sowas. Das könnte schon helfen. Dann verbrennt uns das Gemüse nicht so schnell und wir kriegen trotzdem gleichmäßige Röststoffe. So, Gemüse ist geschnitten und zum Porree oder Lauch ist zu sagen, den schneide ich mir auch klein. Aber ich gebe ihn noch nicht zu meinem anderen Gemüse dazu, weil sonst verbrennt mir das Gemüse. Ganz anders die Quitten, die sind ja so hart, die schneide ich mir genauso wie Sellerie und Wurzel einfach in kleine Stücke. Mit Schale und Kerngehäuse. So, schauen wir mal, was die Rehkeule macht. Aha, das sieht doch lecker aus, von der anderen Seite ganz genauso. So, unsere Rehkeule ist angebraten. Die legen wir mal eben kurz zur Seite. Und hier haben wir ja nun alles, was wir brauchen, die ganzen Röststoffe. Und da geben wir jetzt unser Gemüse dazu und eben auch unsere Quitte. Und ich weise nochmal darauf hin, der Lauch noch nicht. Der Lauch kommt noch nicht zum Einsatz. Und Quitte, Sellerie, Karotte und Zwiebel braten wir jetzt erstmal von allen Seiten an. Das gibt uns Geschmack und auch die perfekte Farbe. Richtig schön anrösten von allen Seiten. Unser Gemüse ist auch schon schön angeröstet. Man kann auch sehen, hier hat sich ordentlich Farbe entwickelt. Aber was ich besonders spannend finde, ist, wenn ich mal alles zur Seite rühre. Also wir haben hier drin unsere Rehkeule angebraten und jetzt das ganze Gemüse. Und den Bräter, wenn du den einmal trocken auswischst,
Den kannst du theoretisch so in den Schrank stellen. Frage ist, kann euer das zu Hause auch? Mein Alter konnte das jedenfalls nicht. So, Gemüse ist angebraten. Jetzt haben wir keine große Sorge mehr mit unserem Lauch. Der kommt kurz mit dazu und dann kommt schon der nächste Schritt. So, unser Röstgemüse macht seinem Namen alle Ehre. Es ist so richtig schön angeröstet. Und bevor wir es verbrennen lassen, geben wir jetzt Tomatenmark dazu. Tomatenmark bringt uns ein bisschen Geschmack, aber Hauptauftrag ist, bring uns mehr Farbe. Und ihr werdet feststellen, dass sich das Tomatenmark sehr schlecht hier vermischt mit dem Gemüse. Deswegen kleiner Tipp vom Küchenmeister. Einmal ablöschen. Und ihr werdet sehen, so verteilt sich das Tomatenmark richtig gut. Und Carmen, es duftet. Es duftet und wir haben hier Rambazamba. Also diesen Topf, den kriegst du hier gar nicht in die Knie. Und nach 2 Minuten, das war jetzt nicht geschnitten, sehen wir auch schon Farbe. Na, das ist jetzt durch den Rotwein das abgespülte, das sind von dem Rotwein abgelöste Röststoffe vom Gemüse. Und wir beweisen an dieser Stelle wieder einmal, dass man in einem beschichteten Topf auch eine Soße ansetzen kann. Wir warten drauf, dass der Rotwein komplett wegreduziert ist, weil das Glasieren ist jetzt wichtig für die Soße. Und sobald das Glasieren abgeschlossen ist, das heißt, wenn wir Sorge haben, es wird zu dunkel, kommt wieder das Deglasieren, nochmal ein kräftiger Schuss drauf. Und auch hier fängt es direkt wieder an zu kochen. Schau mal, kriegst du nicht in die Knie. Bestes Material. So macht Soße kochen Spaß. Das Ganze machen wir jetzt noch 2-mal und dann haben wir den perfekten Soßenansatz. 3-mal haben wir jetzt glasiert und reduziert und ich glaube, man kann den Unterschied deutlich erkennen. Das ist ein Soßenansatz, wie er im Buche steht. Und auch die Quitte, die wir mit angebraten haben, macht einen guten Job, bringt uns sicherlich einen wunderbaren Geschmack. Wir löschen das letzte Mal ab. So, und für alle die, die sich das mal anschauen möchten, wir haben jetzt hier ungefähr eine halbe Flasche Rotwein für 4-mal ablöschen benutzt. So habt ihr ein Gefühl dafür, was hier tatsächlich drin steckt. So, das sieht super aus und ich weise ein letztes Mal darauf hin. Hier, schaut mal. Oder hier für Carmen kann das besser sehen auf dieser Seite. Ne? Da ist nichts, ne? Nichts Angebranntes, keine schweren schwarzen Röststoffe, nur leckere braune Farbe. Da geben wir jetzt unsere Gewürze dazu, die wir ja noch bereitgestellt haben. Pfeffer, Lorbeer, Nelke, Lorbeer. So, obendrauf unsere angebratene Rehkeule. So, und jetzt die große Frage, womit füllen wir auf? Noch einen ganz kleinen Schuss Rotwein dazu. So. Und wir nehmen jetzt Wasser. So hätte Großmutter das auch gemacht. Gib da mal 1 Liter Wasser dazu, weil das Ganze wird auch noch ein bisschen reduzieren und einkochen. Schaut euch das bitte mal an. Das ist doch ein wahres Versprechen. Und wir haben hier noch unsere paar Tropfen Fond vom Anbraten. Die kommen da jetzt oben drauf. Deckel drauf. Und das Ganze lassen wir jetzt mal 1,5 Stunden schmoren. Wir haben jetzt unsere Rehkeule 1 Stunde und 15 Minuten auf kleinster Flamme zärtlich köcheln lassen. Jetzt wollen wir da mal hineinschauen. Bisschen Kondenswasser. So, eine Rehkeule. Die sieht doch richtig, richtig gut aus. Jetzt wollen wir die mal rausholen. Und ich verrate euch etwas. Ich habe euch gesagt, wir kommen später nochmal zu dem Thema mit dem Knochen. Und wenn Carmen das jetzt hier einfangen kann, man sieht jetzt hier, glaube ich, relativ gut, dass der Knochen sich so ein bisschen gelöst hat. Na, hier dieser Bereich ist jetzt frei. Ganz klar, das Fleisch zieht sich beim Schmoren ein bisschen zurück. Das wird gleich noch eine große Hilfe werden, wenn wir das erkennen. Und unsere Jus hier,
Die hat natürlich jetzt den gesamten Geschmack von unserem Gemüse, von den Zwiebeln und natürlich von der Quitte, aber in erster Linie natürlich auch von unserem Fleisch. Jetzt ist mir das als Soße ein bisschen zu dünn, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Deswegen halten wir die Rehkeule hier mal eben kurz warm und wir machen uns hier eine schnelle Mehlschwitze. Ich habe jetzt hier 50 Gramm Butter und 50 Gramm Mehl, das geben wir jetzt zusammen, weil, ihr habt aufgepasst, ich habe 1 Liter Wasser dazu gegeben. Bisschen was ist verdampft, aber das sollte funktionieren. Wenn die Butter so geschmolzen ist, können wir unser Mehl einfach dazugeben. Und das Mehl, und daher kommt der Name, soll jetzt auch mit angeschwitzt werden. Und wir machen sogar Folgendes, wir lassen das auch ein bisschen anrösten, denn wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass wir die Soße braun bekommen. Und wenn wir jetzt nur mit dieser hellen Mehlschwitze arbeiten, dann arbeiten wir dagegen an. Deswegen das Mehl mit der Butter hier zusammen ein bisschen anrösten. So, wir haben jetzt hier eine kleine Verfärbung. Das Mehl und die Butter sind so ein bisschen angeröstet. Kann man vielleicht in der Kamera nicht so jetzt einfangen, aber man riecht es. Wir haben jetzt hier deutlich eine Nussbutter bekommen. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns ein feines Sieb und geben hier schon mal einen ordentlichen Schwung von unserer Brühe da oben, von unserer Jus da oben drauf. Nicht alles auf einmal, erstmal nur so den ersten großen Schluck und das rühren wir jetzt hier mit dem Schneebesen. Guck mal, da kann man mal sehen, was der Topf für eine Hitze gespeichert hat. Mit dem Schneebesen hier einfach mal glatt rühren, dass diese kleinen Klumpen hier rauskommen. So, daher der Name Mehlschwitze. Schaut mal, es hört sich immer so ein bisschen an, als wenn man ganz schnell mit Badelatschen wegläuft. So. Und wenn das so aussieht, dann nehmen wir wieder unser Sieb, wieder Jus obendrauf und das Ganze machen wir jetzt so oft, bis wir alles an Jus verarbeitet haben. Und da wir genau gerechnet haben, 50 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Mehl, sollte das am Ende auch die perfekte Soße geben. So, der Topf ist immer noch hier auf Krawall. Wieder glatt rühren. Und ich habe schon ein großes Verständnis dafür, dass viele mit der Mehlschwitze so ein bisschen auf Kriegsfuß sind, weil im ersten Moment sieht es immer ganz gewaltig nach Beton aus, aber keine Sorge, das wird eine leckere Soße. Da fehlt ja noch wenigstens 1,5 Liter an guter Jus. So, und zum Schluss geben wir natürlich alles, was wir haben, oben drauf, lassen die Jus richtig schön abtropfen. Und unser Gemüse hier zusammen mit der Quitte hat dann auch den Job getan. Das lassen wir jetzt einfach abtropfen. Und schaut mal, hier unter haben wir eine richtig tolle, gleichmäßig sämige Soße ohne Klumpen. Und braun. Und richtig schöne Farbe. Als Beilagen zu so einem Wildessen natürlich immer Rotkohl oder Rosenkohl, meine erste Wahl. Haben wir ein paar schöne Filme für euch vorbereitet. Und als Sättigungsbeilage, wenn man so eine schöne Soße hat, vielleicht einen Knödel, könnt ihr euch ja nochmal überlegen. Zum Thema Aufschneiden habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Schaut mal, hier ist wieder dieser Röhrenknochen. Und man kann, glaube ich, ziemlich gut erkennen, dass der Knochen so eine Kurve zeichnet. Das heißt, der geht im Prinzip übertrieben hier einmal herum. Hier unten endet er. Und mein bester Tipp, den ich euch als langjähriger Küchenmeister in der Gastronomie zeigen kann, ist der, dass wir von dieser Seite aus mit dem Messer Richtung Knochen gehen und der Knochen führt uns jetzt das Messer ganz einfach nach unten durch. Und so haben wir hier das Beste von der Rehkeule, die schönsten Stückchen, ohne dass wir irgendwie etwas verletzt haben, schon mal separiert. Und jetzt können wir wirklich perfekte Stücke schneiden. Schaut euch das an. Sie ist richtig schön gar, sie ist nicht zu rosa, ist aber immer noch saftig. So darf eine Rehkeule aussehen. Die zergeht auf der Zunge. Kannst du so genießen. Toll. Nochmal schnell ein Stück mit der Soße.
ist der Hammer. Diese Quitte in dieser Soße, perfekt. Das ist doch mal ein schönes Gericht für die kalte Jahreszeit. Und wer sich immer schon mal gefragt hat, wie bekomme ich so schönes, jagdfrisches Wild, ruft doch einfach bei der nächsten Revierförsterei an. Die können euch bestimmt weiterhelfen. Ein Däumchen hoch für uns und den Kanal abonnieren würde uns sehr helfen. Schaut bei Instagram vorbei und Carmen sagt nicht Weidmanns Heil, sondern wir haben euch lieb. Gott sei Dank. Tschüss, ihr Lieben.